Möchtest du deine Feinstofflichkeit hier auf dieser Erde, in dieser Wandelzeit, im Aufstieg verstärken? Dann herzlich willkommen zu diesem besonderen Sternentor-Video. Seit ganz vielen Jahren, seit 2006, darf ich diese Art der Bilder neben vielen anderen Serien, die ich male, neben Engeln und so weiter, auf die Erde bringen. Und diese Sternentorbilder sind die stärkste Kraft, die ich im Moment materialisieren darf. Es sind Botschaften, die uns Menschen im Zeitgeschehen begleiten. Es ist so faszinierend, auch rückblickend zu sehen. Es sind über 150 Bilder dieser Art entstanden, wie wir uns in dieser Zeit mit unseren Themen weiterentwickelt haben. Und wie habe ich mich gefreut, als im Sommer 2023 dieses Bild als Vision zu mir kam, das Sternentor der Feinstofflichkeit. Bevor ich dieses Video jetzt aufgenommen habe, habe ich ein Channeling aufgenommen mit Erzengel Michael. Ich habe immer noch ganz, ganz viel Liebe und Freude und Glückseligkeit in mir, die ich jetzt auch gemeinsam mit dem Bild und auch dem Schöpfungslicht der Macht, das dahinter steht, zu dir sende. Und es ging in dem Channeling unter anderem um den Aufstieg, den Wandel und die Feinstofflichkeit. Und ich möchte jetzt sehr gerne einfach die Botschaft mit dir teilen, dieses gechannelten Visionsbildes, das mit seinen anderen Sternentor-Kollegen unsere Entwicklung unterstützen möchte. Und danach möchte ich noch zu dem Thema etwas aus meinem Leben erzählen, meinen Erfahrungen, auch wie das Bild entstanden ist. Also lade ich dich jetzt erstmal dazu ein, um das Thema Feinstofflichkeit überhaupt wirklich fühlbar zu machen, die Augen zu schließen, wenn es dir gerade möglich ist, und die Botschaft des Bildes, die ich in diesen Lichtsprachezeichen dann auch in das Bild hineinschreiben darf, zu hören, zu fühlen. Und nimm die Informationen auf, die Impulse auf, die für dich wichtig sind. Und wie immer, lass alles andere an dir vorbeiströmen. Ich werde jetzt zur Seite treten und dieses goldgelbe Sternentor der Feinstofflichkeit wirken lassen, während ich die Botschaft vorlese. Das Bild kam übrigens im Juli 2023 auf die Erde. Du bist ein Wesen aus Licht und Energie, geformt aus einem Impuls des Einen, das sich manifestiert hat als Seele in einem Körper. Zum Beginn deines Lebens auf der Erde fühlt sich alles feststofflich und oft genug schwer an. Du lernst den Umgang mit der Materie und die Regeln des Seins in einem Körper. Bis du erkennst, dass du in Wahrheit ein bloßer Gedanke voller Liebe bist. Bis du wahrnimmst, dass du dich nach und nach immer weiter hinbewegen kannst in ein Dasein voller Freude, Leichtigkeit und Liebe. Jeder Schritt hin zu deinem wahren göttlichen Selbst und deiner wundervollen Lichtkraft macht dich leichter und zarter. Zart und stark zugleich erkennst du deine wahre Feinstofflichkeit, die unter der Oberfläche der Materie vibriert. Je bewusster du dir selber wirst, desto mehr alten Ballast wirfst du ab. Du spürst die Glückseligkeit in all den Augenblicken voller Wunder, die du selber erschaffst. Denn du bist das feine, zarte und kraftvolle Eine, das sich jetzt erfährt in diesem Leben. Die Botschaft empfange ich immer dann, wenn das Bild fast vollendet ist. Die Zeichen in der Lichtsprache hineinzuschreiben, ist sozusagen ja der Abschluss. Doch manchmal, wenn die Botschaft dann geschrieben ist und wenn ich sie auch in unsere Sprache übersetzt habe, denn während ich schreibe, während der Pinsel geführt wird aus meinem höchsten Selbst, aus der Quelle, wie auch immer du es nennen magst,
höre und sehe ich die Botschaft. Also ich habe immer schon auf allen Ebenen gechannelt. Ich sehe, höre, fühle, manchmal rieche und schmecke ich sogar, was ich mitteilen soll. Und dann komme ich zurück und sehe, wow, ich bin einmal fertig, ich setze meine Unterschrift runter. Und dann kommt, während ich das Bild dann fertig mache, nochmal lackiere, nochmal wirklich diese handwerklichen Dinge mache, nochmal ab und zu so ein kleiner Impuls dazu. Und den möchte ich auch nochmal vorlesen, denn ich habe ihn dann ganz schnell auch nochmal notiert, weil er mir sehr, sehr wichtig war. Die größte Illusion in dieser Lebensmatrix ist, dass du machtlos und schwere Materie bist. Und dies ist der Wandel, die Erkenntnis, dass du mehr bist, als du glaubst. Dass du kraftvoller, lichtvoller und liebevoller bist, als man dich gelehrt hat. Du kannst jederzeit aus dieser Illusion heraustreten und dein Leben auf der Erde, das du selber einst mit einem Gedanken erschaffen hast, so verändern, wie es dir gefällt. Vertraue auf deine wahre Kraft und Macht. Setze sie weise, sinnvoll und gütig ein. Zu deinem Wohl und zum Wohle der Welt. Besonders in dem Channeling mit Erzengel Michael, das ja zwar jetzt speziell in dieser Sonnensturmzeit, in der auch ich jetzt dieses Bild präsentiere, aufgenommen wurde, gerade jetzt, aber auch allgemeingültig für den Wandel, ist es eben wichtig. Und das hat diese Engelkraft nochmal deutlich gemacht. Es ist so wichtig, dass wir über unsere Grenzen hinausdenken. Wir können nur feinstofflicher werden, wenn wir das Prinzip verstehen, wenn wir erkennen, dass wir pure Schwingung sind, dass wir nur Licht sind. Und Schwingung und Licht hat in dem Sinne, im göttlichen Sinne, keine Grenzen. Auf der Erde trifft Licht auf einen Körper, auf einen Gegenstand, reflektiert ihn dann in einer besonderen Farbe, auf eine helle oder dunkle Art und Weise. Aber gemessen an der göttlichen Kraft gibt es keine Grenzen. Die Grenzen sind nur in unserem Geist und oftmals durch alte Verletzungen auch in unserem Herzen. Wir glauben, was man uns erzählt hat, weil die Menschen, die uns am Anfang die wichtigsten Dinge erklären, sind meistens die, denen wir am meisten vertrauen, auch vertrauen müssen, weil sie uns in die Welt gebracht haben und erstmal füttern müssen und uns das Leben beibringen müssen. Also denken wir, diese Menschen haben recht. Und wenn diese Menschen, dass die Eltern sind, die Großeltern, die Lehrer, wie auch immer, wenn diese Menschen uns immer wieder sagen, dass wir nichts wert sind, dass wir zu dumm sind, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, dann glauben wir das irgendwann. Und umgekehrt genauso, wenn wir in der Kindheit bestärkt werden, wenn wir gefördert werden, wenn man an uns glaubt, dann werden wir über alle Grenzen hinauswachsen. Wenn wir also nicht erlebt haben, bestärkt zu werden in der Kindheit, dann dürfen wir irgendwann mal erwachsen werden und uns selber bestärken. Und mit dieser Bestärkung, dass wir genauso gut sind, wie wir sind, genauso richtig sind, wie wir sind, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein, dass wir das Beste aus unserem Leben machen können, verändert sich alles. Und wenn wir lernen, dass wir Liebe sind, dass wir Licht sind, dass wir feinstofflich sind in einer dualen Welt der Materie, können wir die Materie transformieren. Und das fand ich so schön in dem Channeling, dass wir das hat mich so berührt und das wird mich auch noch ganz viel bewegen. Ich weiß, da wird noch viel in mir passieren, aber auch dadurch dann im Außen um mich herum, wie das ja immer so ist, wie in der Botschaft schon gesagt, dass wir über die Begrenzung der einen Dimension hinauswachsen können und zwischen den Dimensionen wandeln können. Ich habe schon vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren ein Video gemacht zum Thema Regenbogendimension, weil ich es ein bisschen leid war, immer in diesen Schubladen zu formulieren, 3D, 5D, dazwischen gab es 4D, die wurde nur nie erwähnt. Ich weiß immer noch nicht, warum nicht. Konnte mir auch niemand erklären. Irgendwer hat mal angefangen, wir müssen wechseln von 3D zu 5D. Warum nicht erstmal zu 4D?
Und dann habe ich gesagt, ich höre auf, darüber zu sprechen in diesen Kategorien, sondern sag einfach, lasst uns einfach höher schwingen. Und jetzt kommt das Sterntor der Feinstofflichkeit. Und für mich sind die Sternentore auch immer Wegmarken auf meinem eigenen Weg der Entwicklung. Eines der ersten Sternentore war das Sternentor des Findens. Vom Suchen ins Finden zu kommen, aus der Sucht hinein in ein glückliches Leben. Es war ein ganz, ganz wichtiges Sterntor. Es kam der Weg aus der Angst, das immer noch eine große Gültigkeit hat, Angst zu transformieren. Es kam das Thema Selbstliebe, das ist eines der ersten Sterntore zwischen 2006 und 2008. Und ich durfte erstmal erkennen, was bedeutet Selbstliebe oder Selbstwert. Und so haben sich die Sterntore weiterentwickelt in ihrer Form und in ihrem Inhalt. Sie schwingen mit uns immer höher. Und ein Teil der Sterntore, ein neuer Teil, sind die Schöpfungslichter. Dieses Bild seht ihr oft in meinen Videos als Hintergrund, weil das Schöpfungslicht der Macht für mich eines der wichtigsten und lebendigsten Bilder ist überhaupt. Und gerade entsteht wieder ein neues. Es geht immer weiter. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Wegmarke, meine eigene Feinstofflichkeit permanent zu fördern, indem ich meinen Körper reinige. Ich habe als Kind so viel Medikamente nehmen müssen. Medikamente verstopfen das System. Ich habe so viel Angst und Wut und Ohnmacht erlebt. Auch das verstopft mein feinstoffliches System. Und so sind viele, viele Dinge in mir, die sich seit dem Beginn meines Lebens angesammelt haben und die ich in den letzten 20 Jahren schon toll transformieren konnte. Deshalb bin ich ja so gesund geworden. Die ersten 30 Jahre war ich so krank. Also habe mich immer mehr in meine Feinstofflichkeit bewegt, indem ich Ballast losgelassen habe, Grenzen gesprengt habe. Niemand hat mir jemals zugetraut, dass ich mal einen großen YouTube-Kanal haben würde oder dass ich so große Bilder nicht nur malen, sondern auch in die Welt bringen dürfte. Dass es Menschen gibt, die diese Bilder wollen. Alle haben gesagt, niemals. Und ich habe ihnen bewiesen, doch. Es gibt Menschen, die mit mir auf einer Herzebene schwingen und die spüren, was ich zu geben habe und die es gerne annehmen. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die mir und meinen Erfahrungen vertrauen, sich von mir inspirieren lassen. Und so kannst du deinen Weg der Feinstofflichkeit gehen. Ob das körperlich ist, dass du deinen Körper immer weiter entlastest. Ich habe es schon oft erzählt, ich habe so viele Leberreinigungen gemacht. Die Leber ist die Chemieküche kostbarst, eines der kostbarsten Organe. Jedes Organ ist kostbar, jede einzelne Zelle ist kostbar. Aber wenn die Leber nicht richtig funktioniert, weil sie durch extreme Emotionen, durch Medikamente, durch Lebensmittelgifte verunreinigt ist, dann kann unser ganzer Körper, unser ganzes System nicht funktionieren. Unser Geist ist verstopft von, wie vorhin gesagt, den alten Glaubenssätzen, wie wir angeblich sind, was überhaupt nicht stimmt. Weil es nicht unsere Glaubenssätze sind, sondern die am Anfang der anderen, die uns sagen, wie wir sind oder zu sein haben. Und sich da herauszuarbeiten und diesen alten, schweren Ballast loszulassen, ist das schönste, größte Geschenk, das du dir machen kannst. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich möchte dich einladen, diese Feinstofflichkeit zutiefst zu genießen. Ich werde gleich nochmal ein paar Aufnahmen einblenden, auch wie das Bild entstanden ist, nochmal so einen kleinen Rückblick machen und ein paar Details vom Bild zeigen. Einfach nur ganz zart mit einer Melodie unterlegt, sodass du wirklich nachschwingen kannst und hineinfühlen kannst, was dieses Sternentor der Feinstofflichkeit mit dir macht. Ich werde unten in der Videobeschreibung auch den Link eintragen, sodass du die Botschaft nochmal in Ruhe lesen kannst. Vielleicht magst du die Zeilen noch einfach rauskopieren, sie dir irgendwo hinstellen, hinlegen, dass du sie immer mal wieder anschauen kannst. Und ich wünsche mir einfach zutiefst, dass die Menschen wirklich in dieser Wandelzeit im Aufstieg lernen, dass sie großartig sind, wie sie sind. Ich habe das schon ganz oft gesagt und auch immer wieder
in Bilderbotschaften formuliert, du bist ein Wunder auf zwei Beinen. Fühle es. Und dieses Wunder hat sich deine Seele selber kreiert. Genieße dieses Wunder, das Wunder des Lebens, das Wunder deines Körpers, deine göttliche Essenz, deine Seele. Genieße, was jetzt hier auf der Erde ist. Du wolltest zusammen mit mir gleichzeitig hier sein. Und das hatte einen Grund. Ich habe meinen Grund gefunden. Und das ist unter anderem, solche Bilder zu malen und solche Videos aufzunehmen. Und du wirst deinen Grund haben, warum du hier bist. Ich hoffe und wünsche dir, dass du ihn findest und dass du deine Glückseligkeit lebst und genießt. In diesem Sinne freue ich mich über einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du das Video teilst, damit auch andere erkennen, dass sie pure Liebe, pures Licht sind, pure Energie sind und dass sie ihre Feinstofflichkeit jetzt endlich leben dürfen. Denn wenn wir ganz viele sind, die ihre Feinstofflichkeit leben, die ihr Licht leuchten lassen, geht der Wandel etwas schneller und für uns dann auch sanfter voran. Dafür mache ich alles, was ich mache. In Liebe, deine Sonja Ariel. Bis bald zum nächsten Video. Ciao.